Wir wechseln in den Modus Bearbeiten und an der Stelle haben wir mal einen weiteren Plan vorbereitet. Das brauchen wir jetzt nicht speichern, der etwas übersichtlicher ist als unsere Musterwerkstatt. Ein wichtiges Element für die Dokumentation ist die Anzeige der einzelnen Beschriftungselemente. Das finden Sie unter Extras. Diese Elemente können Sie ein- und ausblenden und auch hier genau der gleiche Hinweis wie bei den Prüfoptionen. Sie können alles nutzen, müssen aber nicht. Und wenn ich jetzt hier alles einblende, wie Sie sehen, wird es doch ganz schnell unübersichtlich. Sie sollten also schon schauen, an welcher Stelle Sie mit welchen Elementen arbeiten. Ich werde hier in dem Augenblick erstmal nur mit den Knoten und Zweigbezeichnungen sowie mit den Verbraucherdaten arbeiten, um Ihnen einen besseren Überblick zu geben. Wir unterscheiden im EP-Instrom zwischen Knoten und entsprechenden Zweigen. Um eine Beschriftung vorzunehmen, klicken Sie einfach auf das jeweilige Element und können hier den Knoten und die Zweigbezeichnungen festlegen. Ich habe hier, um Ihnen das einfach mal etwas zu vereinfachen, vor der Zweigbezeichnung ein Z gesetzt und vor dem Knoten ein K und hier bei dem eigentlich überflüssigen Knoten ein Knoten vor dem Verbraucher mit KV gekennzeichnet. Wie sich das auswirkt, werden Sie nachher sehen, wenn wir uns die einzelnen Dokumente anschauen. Ich habe hier auch dargestellt, wie Sie bestimmte Hierarchien in Ihre Elemente reinbringen können. Beispielsweise der Zweig Warmwasser mit 1.1, Herd 1.2, Bad WC Flur mit 1.3.0 und weitere Unterzweige mit 3.1, 3.2 und ergänzt durch A, B und ähnliche Elemente hier dargestellt. Diese Bezeichnungen werden Sie nachher in den Listen wiederfinden und Sie werden ganz schnell für sich feststellen, wie Sie am besten diese Möglichkeiten zur Beschriftung nutzen. Wenn Sie nichts beschriften, wie hier bei dem Knoten 7 und 8, wird diese automatisch vom Programm vergeben. Und dann werden auch bestimmte Elemente übernommen. Unser Knoten vor dem Verbraucher kann natürlich hier auch genutzt werden, um entweder den Verbraucher oder die räumliche Zuordnung detailliert zu beschreiben, die zu dem jeweiligen Verbraucher passt. Und Sie werden sehen, in unseren Dokumenten ist das dann eine sehr sinnvolle Ergänzung. Die Dokumente selbst rufen Sie ganz einfach über den Button Dokumente ab und das ist das, was wir Ihnen anbieten. Vorab nochmal, bevor Sie Dokumente abrufen, sollten Sie die Prüfung durchführen. Wir haben hier auch Fehler drin, die brauchen wir, damit Sie sehen, wie diese dann im Plan dargestellt werden. Dokumente, gesamte Anlage und ich blende mal neben dem Deckblatt hier auch die Stücklisten ein, die Selektivitätszweige, Verbraucher und so weiter und so fort. Auch hier der Hinweis, Sie können alles nutzen, Sie müssen aber nicht immer alles en bloc ausgeben, weil das wird dann ist letztlich eigentlich nur sinnvoll, wenn das Projekt abgeschlossen ist. So, und das ist der Teil, den InStrom automatisch erstellt. Ihre einzige Aufgabe besteht darin, hier auszuwählen, welche Dokumente Sie benötigen. Sie haben hier Ihre Firmendaten, Sie haben hier Ihre Projektdaten, Sie bekommen hier die Stücklisten. An der Stelle der Hinweis, Sie können diese Listen auch als Textdateien exportieren, um sie gegebenenfalls in anderen Programmen weiter verwenden zu können. Das ist sehr hilfreich, wenn Sie eine kaufmännische Software haben, die fremde Listen einlesen kann, können Sie ergänzen durch die entsprechenden Betriebsmittelhersteller, durch die konkreten Inhalte und dann weiter nutzen. Dann haben wir hier die Stückliste nach Anlagen, das Selektivitätsformular. Wir haben hier die einzelnen Zweigbeschreibungen und hier an der Stelle sehen Sie dann ganz deutlich, wie sich Ihre Beschriftungen auf die einzelnen Listeneinträge auswirken. Da, wo wir keinen Zweig beschriftet haben, erscheint die Bezeichnung für den Knoten vor dem Verbraucher und damit ist aus der Liste heraus direkt auch erkennbar, welche Struktur Sie in der Anlage hier angegeben haben. Gehen wir weiter zu den Verbrauchern. Auch hier sehen Sie, hier kommen die Knoten vor den Verbrauchern direkt zum Zuge mit ihrer entsprechenden Beschriftung. Haben Sie hier nichts versehen, wird die Zweigbezeichnung übernommen. Es ist also dann ein Punkt, wo Sie sich entscheiden müssen, wollen Sie mit Knoten oder Zweigbezeichnung oder mit einer Kombination arbeiten. Hier hinten sehen Sie das erste Mal einen unserer integrierten Fehler. Er zeigt an, dass der Fehlerstatus Spannungsfall hier nicht korrigiert wurde. Wir gehen weiter.
zu den berechneten Werte. All das, was Sie einzeln an den Knoten abrufen können, ist hier auch direkt abrufbar über die Liste. Sie haben als nächstes das Ergebnis der Prüfungen mit IK-Min, IK-Max und Abschaltzeiten und so weiter und so fort und die Auflistung, ob Ihre Prüfung in Ordnung war oder ob Sie hier doch Fehler im Plan haben. Unsere beiden Fehler, die wir hier drin gelassen haben, erscheinen an dieser Stelle. Sollte die Prüfung nicht durchgeführt worden sein, steht hier nicht geprüft. So, dann haben wir hier unseren Anlagenübersichtsplan mit den entsprechend vermerkten Fehlern, die wir uns vorbehalten haben. Und wir haben hier die Verteilerkomponentenliste. Oh, in diesem Plan hatten wir keinen. Entschuldigen Sie. Das ist aber, die hat sich Ihnen vorhin schon mal gezeigt. Das ist also unproblematisch. Zu dem Teil Bereiche. Jetzt so viel, haben Sie mal eine größere Anlage, die also auf ein Blatt nicht raufpasst, können Sie die Dokumente auch über Bereiche separat einordnen, und zwar indem Sie einzelne Elemente auswählen. Ganz einfach mit gedrückter Maustaste die Teile einkreisen, die Sie hier separat aufrufen wollen. Ich sage mal nur, den Müller hat nicht zu interessieren, was der Meier in seiner Wohnung hat oder auch bei Nachbarhäusern. Sie sehen, jetzt haben sich hier die Elemente etwas verändert. Sie haben also aktive Bereiche noch dazu bekommen. Und wenn Sie jetzt in die Dokumentation gehen, aktiver Bereich, und dann nehmen wir mal nur die Stückliste und unseren Anlagenübersichtsplan, dann sehen Sie, dass es auf diesen Bereich B, den wir hier ausgewählt haben, begrenzt ist und auch der Anlagenübersichtsplan wird nur für diesen Bereich dargestellt. Haben Sie jetzt eine Anlage, die deutlich größer ist als das, was wir hier haben und Sie möchten sie nicht teilen, können Sie das Ganze auch bis zur Größe A1 als PDF ausgeben im Hoch- oder Querformat und dann gegebenenfalls zum Plotten geben und einen Gesamtplan Ihrer Anlagenplanung ausgeben.